Erst nach viermaliger Unterbrechung wegen Nebels und Schneefalls stand der Schweizer Martin Hangl als Sieger des zweiten Weltcup-Superriesenslaloms in Laax fest. Zwei Tage nach seinem schweren Abfahrtssturz gewann Hangl in einer Minute 16,14 Sekunden vor den beiden Österreichern Hans N. und Helmut Mayer. Bester Läufer aus der Bundesrepublik war Michael Eder auf Rang 9. Großes Pech für Markus Wasmeier aus Schliersee. Nach bester Zwischenzeit stürzte er bei dem Versuch umzusteigen und schied aus. Nach 12 von 28 Rennen führt im Weltcup-Gesamtstand Pirmin Zurbriggen mit 140 Punkten vor Marc Girardelli 101 und Helmut Höflehner 77 Punkte. Armin Bittner ist Vierter mit 69 Zählern. Markus Wasmeier rangiert hinter Stock und Tomba auf Platz 7.